Verbotene Liebe wird Ihnen präsentiert von Maggi Schnelle Pfanne India. Bist du nicht mehr in mich verliebt? Nein, das ist es nicht. Ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. Ich will dich heiraten. Warum nicht jetzt und hier? Heimlich? Ohne Gäste und ohne Feier? Wir sind doch hier. Das reicht doch. Jetzt? Und hier? Willst du? Ja, ich will. Das bedeutet aber ohne Orchester und ohne Meeresfrüchtebuffet und... Okay, dann muss ich nur noch den Standesbeamten besorgen. Eine Sache noch. Ich will in meinem Brautkleid heiraten. Meinst du denn, wir kriegen das hin? Ich meine, ohne dass die anderen das mitbekommen. Ansgar. Nein. Du hast doch nicht die Nikolausfeier vergessen. Wir sind eingeladen und Hannes freut sich. Vergiss es. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Du willst ihm die Freude nehmen, um mir jetzt auszuwischen? Natürlich mache ich Hannes die Freude, so oft es geht. Aber du bist nicht dabei. Das Schöne an dem Fest für ihn ist, dass er mit Vater und Mutter dort ist. Ach komm schon, Tanja. Hier eine auf glückliche kleine Familie zu machen, das nimmt dir doch kein Mensch ab. Also, wir müssen was vormachen. Aber wir sind eine Familie und seit dein alkoholkranker Betthase nicht mehr hier wohnt, mehr denn je. Da hast du dir gedacht, du springst mal eben für sie ein, hm? Das kannst du ganz schnell vergessen. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Müsste ich wissen. Na, wie schön, dass du es jetzt weißt. Ach, und übrigens, egal wo Natalie wohnt, sie wird immer meine Frau bleiben. Hey, schon Feierabend für heute? Ach, reicht ja auch. Hast du ein Wasser? Siehst müde aus. Oh. Ich glaube, ich komme in das Alter, in dem man Mittagsschläfchen zu schätzen lernt. Hi. Hi. Ein Cappuccino bitte. Hier oder to go? To go. Sarah, hier sind Sie also. Wir dachten schon, wir hätten Leonard und Sie vertrieben. Quatsch, wir haben nur ein bisschen frische Luft gebraucht. Das Kleid steht Ihnen traumhaft. Aber Sie hatten sich dafür auch schon entschieden, oder? Ja, schon, aber ich war noch nicht so hundertprozentig sicher. Naja, wenn man die Garderobe hier anschaut, dann möchte man am liebsten gleich mehrmals heiraten. Einmal sollte ja genügen. Ja, aber dann muss auch alles stimmen. Unbedingt. Also in einer Stunde treffen wir uns und dann können Leonard und Sie uns sagen, ob Sie mit allem einverstanden sind. Gut, dann probiere ich das Kleid jetzt noch mal an, um ganz sicher zu gehen. Ja, kann ja nichts mehr passieren. Aufgeregt? Und wie?
Das ist ein ganz besonderer Stern. Er heißt Judith. Judith? Ich wusste gar nicht, dass es einen Stern mit meinem Namen gibt. Ich habe ihm erst heute deinen Namen gegeben. Jedenfalls ist Fabian wirklich zu beneiden. Eine Frau wie dich trifft man nicht sehr oft. Du bist super sexy. Nach dir dreht sich doch jedermann um, wenn du den Raum betrittst. Weil eigentlich kann man doch überhaupt nicht anders, als sich in dich zu verlieben. Du hast recht, ich bin in dich verliebt. Hallo, Judith, jemand zu Hause? Ja, ich war gerade ganz weit weg bei den Sternen. Woher wisst ihr? Natürlich, Hannes hätte sich auch wirklich gefreut. Aber wie es manchmal so ist, ich muss meinen Mann unbedingt auf diese Geschäftsreise begleiten. Ach, das ist ja reizend. Sehr gerne, vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, bis dann, wiederhören. Justus! Frau Gräfin haben gerufen. Ich habe einen Auftrag für Sie. Einen Auftrag? Ja, ich war gerade dabei, das neue Dienstmädchen ihre neuen Pflichten einzuweisen. Vielleicht kann ich das auf später... Ich brauche Sie den ganzen Tag und zwar ab sofort. Kümmern Sie sich darum. Ja, absolut. Jawohl, Frau Gräfin. Wenn du glaubst, du kannst mir einen Strich durch die Rechnung machen, musst du früher aufstehen. Ich habe Konstantin geküsst und mich dann für Fabian entschieden. Selbst das hat er mir verziehen. Und dann verknall ich mich auch noch in David. Konstantin hat die Schnauze gestrichen voll von mir. Und ich übrigens auch. Judith, Mann, jetzt bleib doch mal locker. Ja, das heißt noch lange nicht, dass ich die Gefühle von Konstantin... Die darf er doch gar nicht zulassen bei dem, was er mit mir schon erlebt hat. Klar. Ob das nicht reicht, stecke ich bei der ersten Schwierigkeit den Kopf in den Sand, statt um ihn zu kämpfen. Ja, was willst du denn auch machen, ne? Es ist einfach total Panne von mir, hier rumzusitzen und abzuwarten, dass er reagiert. Mann, ich muss handeln, das hat er verdient. Hey, und ich weiß doch schon wie. Ich hab Frau Schneider mitten ins Gesicht gelogen, um mit der Wimper zu zucken. Sag mal, warum darf die Braut den Bräutigam eigentlich vor der Hochzeit sehen, aber nicht umgekehrt? Nee, du guckst. Tu ich ja nicht, ich frag bloß. Weil es Unglück bringt, das weißt du doch. Ach, komm schon. Glaubst du etwa an sowas? An Unglück? Ja. Aber auch an Glück. Ich hoffe, du denkst dabei an unser Glück. Und ob. So, jetzt aber ab mit dir. Ja, du hast recht. Ich muss eh noch den Standesbeamten unbehelligt in die Kapelle schleusen. Sonst kriegt am Ende unser super Hochzeitsvorbereitungskomitee noch was mit. Ich liebe dich. Nein, ich bin mit der Akte soweit durch. Kein Problem, ich bringe sie Ihnen vorbei. Wiederhören. Natalie. Ich hab zu tun. Hör mal zu. Ich bin mit Tanja fertig. Warum glaubst du mir das nicht? Das glaube ich dir ja, aber sie ist nicht fertig mit dir. Sie wird das Schloss verlassen. Sag mir Bescheid, wenn es soweit ist. Natalie, bitte. Lass doch nicht zu, dass sie einen Keil zwischen uns treibt. Natalie, ich liebe dich. Ich weiß. Dann komm zurück aufs Schloss. Wir kämpfen gemeinsam gegen sie. Du kannst ihr doch nicht den Triumph gönnen, dass sie dich vertrieben hat. Sie hat mich nicht vertrieben. Aber ich bin nicht mehr mit ihr verheiratet. Sie schon. Und das zeigt sie jedem, der es nicht wissen will. Ja, ich habe ihr gerade klargemacht, dass mich das völlig kalt lässt. Umso mehr terrorisiert sie mich. Für Tanja bin ich doch nur eine Zielscheibe, auf die sie ihre Giftpfeile abschießt. Warum sollte ich mich freiwillig in die Schusslinie stellen? Um ihr klarzumachen, dass sie unsere Liebe nichts anhaben kann. Okay, das Sofa darüber. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait.